indigenen Stämme Nordamerikas hatten spezielle Gebiete, in denen sie Zeremonien abhielten und ihre Vorfahren sowie ihre Götter verehrten. Einer dieser mysteriösen Orte, an denen Legenden mit der Realität verschmelzen und die von Geheimnissen umgeben sind, befinden sich in der Mojave-Wüste in Kalifornien. Dort befindet sich der sogenannte größte freistehende Felsbrocken Nordamerikas, der möglicherweise auch der größte der Welt ist. Giant Rock oder riesiger Felsen ist ein kolossaler magmatischer Felsblock aus Granit, der eine Bodenfläche von etwa 540 Quadratmetern bedeckt und eine Höhe von etwa 7 Stockwerken erreicht. Sein genauer Ursprung ist unbekannt und könnte mehrere Millionen Jahre zurückliegen. Die beeindruckende Größe lässt nicht vermuten, dass die Serrano- oder Shimaweri-Stämme Giant Rock als heiligen Ort betrachteten. Im Jahr 2000 ereignete sich etwas Besonderes. Der riesige Fels spaltete sich an einem Ende und enthüllte einen Kern voller Quarze. Dies wird den kontinuierlichen Lagerfeuern zugeschrieben, die über hunderte von Jahren stattfanden und angeblich allmählich dazu führten, dass er Risse bekam und schließlich zerbrach. Aber bevor der riesige Felsen plötzlich auseinanderbrach, war er bereits sehr bekannt. Im Laufe der Zeit wurden die Rituale der Ureinwohner um den Felsen zu Legenden. Und es gab eine Person, die den riesigen Felsen zu ihrem dauerhaften Wohnort machte. Frank M. Kritzer wurde 1886 in Virginia geboren und zog in den 1920er Jahren nach Kalifornien. Im Jahr 1931 entschied er sich, bei Giant Rock zu bleiben. Kritzer richtete zunächst illegal sein Lager ein, bis er eine Bergbaulizenz beantragte. Dann begann er, sein Zuhause direkt unterhalb der Nordwand des riesigen Felsens zu bauen und sprengte sich seinen Weg frei. Er grub zwei Räume aus, die jeweils 8 Meter breit und 11 Meter lang waren. Um das unterirdische Haus zu betreten, musste man eine von Hand gemeißelte Steintreppe hinuntergehen, die zu einem Wohnzimmer mit Küche und einem Schlafzimmer führte. Die Türöffnung und die Fenster, die sich unter dem Felsvorsprung befanden, sorgten tagsüber für Helligkeit im Raum, während ein Wasserauffangsystem gelegentlichen Regen von der Felswandseite in der Wüste sammelte. Es war ein komfortables Zuhause mit einer Temperatur, die das ganze Jahr über zwischen 12 und 26 Grad Celsius lag. Zusätzlich baute Kritzer eine Landebahn in der Nähe von Giant Rock, die 1941 nur von einem Flugzeug pro Tag genutzt wurde. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Aktivitäten wurde Kritzer als exzentrisch angesehen und es begann das Gerücht, dass er ein deutscher Spion sei. Aufgrund seines deutschen Namens und der Installation einer Antenne und eines Kurzwellenradiosenders in einer nahegelegenen Felsformation. Aus diesem Grund wurde er vom FBI untersucht und obwohl keine Beweise gefunden wurden, hielten sich die Gerüchte hartnäckig. Dies brachte ihm viele Probleme ein, die letztendlich zu seinem Tod führten. Am 25. Juli 1942 stürmten drei Sheriffs sein unterirdisches Haus, um ihn zur Polizeistation zu bringen und ihn zu verhören, in Bezug auf Sprengstoff- und Benzindiebstähle sowie andere Dinge. Kritzer weigerte sich, mit ihnen mitzugehen und sprengte sich selbst mit Dynamit in die Luft. Mit dem Verlust von Kritzer wurde der riesige Fels noch berühmter, aber es gab noch eine andere Person, die ihn noch populärer machte. Es war George Van Tassel, geboren in Ohio, der mit seiner Frau und seinen drei Töchtern dorthin gezogen war, um in der Luftfahrtindustrie zu arbeiten. Van Tassel war ein ehemaliger Pilot, Flugzeugmechaniker und Fluginspektor und einer der wenigen Freunde von Kritzer. Daher kannte er den Felsen und seine Umgebung genau. Van Tassel eröffnete den Flughafen erneut und vermietete den verbleibenden Grund an das Bureau of Land Management. Außerdem baute er ein Einkaufszentrum am Flughafen, wo seine Frau eine Cafeteria leitete und Hamburger und Kuchen nur wenige Meter vom Felsen entfernt serviert wurden. Eines Tages, nach 16 Jahren als Betreiber des Flughafens, hatte Van Tassel eine unerwartete Begegnung, die sein Leben verändern sollte.
In der Nacht des 24. August 1953, bei vollem Mond, die die Wüste erleuchtete und ohne Flugzeuge, die landen sollten, erschien ein Fluggerät auf der Landebahn. Es schwebte 3 Meter über dem Boden und hatte die Form einer Glocke mit einem Durchmesser von 11 Metern und einer Höhe von 5,50 Metern. Die Insassen, obwohl sie menschenähnlich aussahen, waren nicht menschlich. Van Tassel traf auf 4 Wesen, die ihm sagten, dass sie von einem anderen Planeten stammten. Sie führten ihn in das Innere des Fluggeräts und er konnte feststellen, dass alle Anzeigen völlig anders als auf der Erde waren. Es waren Symbole eingraviert, die in einer unbekannten Sprache geschrieben waren. Einer von ihnen kommunizierte mit ihm und sagte ihm, dass er 700 irdische Jahre alt sei, obwohl er nur wie Ende 20 aussah. Aber am wichtigsten war, dass er ihm eine Formel preisgab, mit der Van Tassel eine bemerkenswerte Maschine bauen konnte. Diese weitaus einfache Version wird mündlich ausgedrückt. F gleich 1 durch T. Das F steht für Frequenz und das T für Zeit, also Frequenz gleich 1 durch Zeit. Der freundliche außerirdische Besucher gab ihm angeblich die Entwurfspläne für die nahegelegene kuppelförmige Zeitreisemaschine namens Integratron und auch ein Gerät zur Verjüngung. Van Tassel behauptet, die Formel in einem Labor in Santa Monica getestet zu haben und erstaunliche Ergebnisse erzielt zu haben. Sie konnten Bilder aus der Vergangenheit wiederherstellen, die im elektromagnetischen Feld der Erde gespeichert waren. Sie konnten Fernsehprogramme aus der Vergangenheit reproduzieren, die von längst vergangenen Sendern ausgestrahlt wurden. Und sie konnten auch beliebige historische Ereignisse aus der Vergangenheit visualisieren. Allerdings berichtet Van Tassel, dass alle diese Forschungen aufgrund des Eingreifens des US-Marineministeriums verloren gingen. Das Integratron war so groß wie ein Gebäude und wurde von Van Tassel basierend auf den Anweisungen der außerirdischen Besucher errichtet. Da er jedoch nicht genug finanzielle Mittel für das Projekt hatte, machte er Giant Rock zum Zentrum der UFO-Begegnung in jener Zeit. Während des Baufortschritts begann Van Tassel jährliche UFO-Conventions abzuhalten, um Geld für das Projekt zu sammeln. Einige dieser Treffen zogen Tausende von Menschen an. Und bei einer von ihnen waren sogar mehr als 10.000 Teilnehmer anwesend. Zudem lockten sie viele berühmte Kontaktpersonen an und machten Van Tassel so bekannt, dass er das Ministry of Universal Wisdom und das College of Universal Wisdom gründete. Dort teilte er die telepathischen Botschaften, die er ständig von außerirdischen Wesen erhielt. Van Tassel und andere UFO-Forscher der 1950er Jahre, darunter Adamski und Orfeo Angelucci, prägten die New Age-Bewegung in den 1970er Jahren. Es ist schwer zu bestimmen, inwieweit solche Bewegungen bewusst manipuliert und getäuscht wurden. Es ist bekannt, dass CIA-Programme solche Manipulationen in Bevölkerungsgruppen durchführten, die von den offiziellen Glaubenssätzen abwichen. Vielleicht hatten einige von ihnen einfach den Wunsch, Aufmerksamkeit oder Ruhm zu erlangen. Oder sogar finanziell davon zu profitieren, wie es in anderen Fällen bereits vorgekommen ist. Es ist unbekannt, ob die Geschichten, die Van Tassel erzählte, wahr oder nicht waren. Doch sein Projekt, das Integratron, für das er so viel Werbung machte, funktionierte nie wie erhofft. Kurioserweise starb Van Tassel nur wenige Tage nach der Öffnung des Integratrons an einem Herzinfarkt. Vielleicht fühlte er sich betrogen. Und es muss sehr schwer für ihn gewesen sein, zu sehen, wie sein Projekt, in das er so viel Zeit und Geld investierte und an das er so sehr glaubte, nicht funktionieren konnte. Das Gebäude steht heute noch und wird genutzt, um Klangergebnisse im Inneren zu bieten, dank der speziellen Akustik aufgrund seiner geometrischen Form. Trotz allem besuchen Menschen verschiedener Interessen, Glaubensrichtungen und Kulte weiterhin das alte Heiligtum von Giant Rock. Ein Ort, der anscheinend immer noch eine besondere Anziehungskraft hat.